Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu Graveyard Keeper. Ich war mal so frei und habe nachgesehen, wie wir Bücher herstellen können, denn wir warten noch auf den Wein. Ja, wir warten noch eine Weile auf den Wein. Und dann brauchen wir den goldenen Apfel und zwischendurch könnten wir versuchen, unsere blauen Punkte zu steigern und Bücher herzustellen. Jetzt muss ich nur erstmal, damit ich Bücher herstellen kann... Wo habe ich nochmal... Habe ich hier dran... Okay... Ich muss gerade überlegen. Hier oben haben wir diese kleinen Extrakte hergestellt und ich glaube... Nee, hier müsste es eigentlich doch sein mit den Lösungen, oder? Denn wir brauchen für unser Püderchen... Habe ich... Okay, da hier ist es nicht. Wir brauchen für unser... Nee, nicht unser Püderchen. Die Lösung, die wir machen müssen, brauchen wir ein paar Sachen. Wir brauchen genau drei Dinge. Das wird eine... Tada! Eine Todeslösung. Und tatsächlich... Nein, eigentlich brauche ich genau dich. Und damit können wir dann tatsächlich Gerbstoff herstellen. Ich hab mal wieder nachgeschaut, ja. Ich bin wirklich nicht der Größte. Das Problem ist, ich denke immer, ich verschwende Sachen, wenn ich ausprobiere. Und weil man eben so viel ausprobieren kann und ich noch nicht mal alles hergestellt habe. Aber ich kriege es noch zusammen. Es ist, was wir brauchen für Bücher, ist Verlangsamungspuder. Todeslösung. Und dann noch ein Ordnungsextrakt. Ich vermute, die Sachen hätte ich niemals zusammengeworfen. Und ich bin sehr, sehr dankbar für die Menschen, die das rausgefunden haben und die es ausprobiert haben. So, Gerbstoff. Dann könnten wir das eigentlich noch... Okay, Ordnungsextrakt haben wir nicht mehr viel. Macht aber nichts. Können wir zur Not wiederherstellen. Machen wir das erstmal so. Denn ich wollte ja eigentlich... ein Gebet herstellen. Und ich weiß noch, für das Gebet brauchten wir Bücher. Und ich wollte auf jeden Fall mal gucken, weil mich das mit den Büchern immer so ein bisschen verwirrt hat. Wir sind hier noch nicht bei den Gebeten. Warte, die sind am anderen Tisch. Die waren hier. Und ich glaube, ich wollte uns das Kombo-Gebet herstellen. Das hier müsste ein Softcover sein, wenn ich das richtig interpretiere. Und auf Silber brauchen wir schon Hardcover-Buch oder ein goldenes. Das heißt, wir sollten zwei normale Bücher wenigstens herstellen, damit wir eine Chance haben, dass es eben prockt. Oder aber wir lernen erst noch Bühnenautor. Das kostet uns aber einiges an Punkten. Aber erstmal muss ich ja sowieso ein normales Buch herstellen, denn ich glaube, aus einem normalen Buch... Genau, aus einem normalen Buch... Ich bin ein bisschen ein gebundenes Buch. Okay. Ich bin immer noch ein bisschen verwirrt, was die ganzen Sachen angeht. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal das hier, ein Taschenbuch. Und aus dem Taschenbuch können wir mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit ein richtiges Buch machen. Und ich bin immer noch ein wenig verwirrt. Wie konnte ich denn jetzt ein besseres Buch herstellen? Das war hier drüben wieder, richtig? Genau, und ein gebundenes Buch, dafür brauchen wir eben ein Taschenbuch und Gerbstoff. Aber eigentlich bräuchten wir... Es verwirrt mich manchmal ein bisschen. Eigentlich bräuchten wir ein silbernes Buch. Das wäre relativ wichtig, dass wir ein silbernes Buch zusammenkriegen. Und für ein silbernes Buch brauchen wir... Für ein silbernes gebundenes Buch brauchen wir eben ein normales gebundenes Buch. Kupfer. Oh, Moment, Moment, Moment. Kann ich das nicht? Kann ich das nicht? Okay, das wird vermutlich nichts werden, oder? Wow. Okay, was habe ich jetzt genau hergestellt? Ich habe wo drauf geklickt. Das hier habe ich jetzt hergestellt. Ein gebundenes Buch Kupfer. Und das heißt, mit zwei Stahlteilen könnte ich jetzt tatsächlich ein normales gebundenes Buch herstellen. Dann würde ich aber hier nochmal eins herstellen, um ehrlich zu sein. Für die Punkte. Einer fehlt noch. Okay. Und mir wurde der Tipp gegeben, ich soll in die Glasproduktion gehen. Dann werde ich das doch mal nebenher tun. Wir müssen uns sowieso gleich ein bisschen erholen. Oh, 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 ist er? Nein, er ist schon wieder nichts geworden. Das darf doch nicht wahr sein. Wie viel schlechten Wein habe ich jetzt? Mhm. Ich kann mich mit schlechtem Wein betrinken. Dankeschön. Okay, meine Spießchen sind fertig. Dann würde ich mich wenigstens kurz schlafen legen. Und dann schauen wir mal, ob unsere Trauben schon geerntet werden können. Immerhin haben wir jetzt die Möglichkeit, durch den Dünger aus dem
ja, nicht so optimalen Saatgut wenigstens silberne Trauben rauszubekommen. Und ich bin stur, ich möchte es wenigstens dreimal versuchen. Dafür bräuchte ich aber nochmal Weintrauben. Und ich kann jetzt bestimmt wieder Pilze... Oh, keine Pilze! Skandal. Aber hier kann ich bestimmt wieder... Ja, hier kann ich wieder Zeug einsammeln. So. Wir haben so viel von diesen Abfällen. Von diesen Ernteabfällen. Notfalls stellen wir noch ein Buch her. Das Problem ist, ich habe keine Ordnungslösung mehr. So, damit wir Seile herstellen können, hatte ich da ja Hanf reingepackt. Dann kommt hier jetzt einmal Torf rein. Und Torf. Und ich glaube, nee, es war Hopfen. Aber das hier darf hier rein. Und mein Hanf, hatte ich denn meinen Hanf? Hatte ich den hier drin? Eigentlich nicht, ne? Den habe ich, glaube ich, gleich mit in die Kirche genommen. Das klingt nur so ein bisschen falsch, wenn man das so sagt. Okay, wie geht's denn meinen Trauben? Ah, die sind noch eine ganze Weile nicht fertig. Okay. In die Glasproduktion sollte ich gehen. Dann tun wir das doch. Ich brauche noch Wasser. Wie gut, dass ich Wasser noch zuhauf habe und außerdem Brunnen. Ich nehme mal den Brunnen. Das geht, glaube ich, schneller, als wenn ich jetzt gucke, wo unser Wasser ist. So, mit sauberem Wasser. Schön. In anderen Spielen muss man sich sowas erst bauen oder muss mühsam immer zum Fluss laufen. Hier haben wir es direkt vor der Haustür. Und dann benutzen wir den und benutzen... Benutzen und benutzen und benutzen. Jetzt sollten wir eigentlich mehr als genug Wasser haben für ein bisschen Glas. Es wird jetzt nur eine Weile dauern, aber aus 30 Glas können wir dann immerhin einige Kegel... Moment, ich will mal etwas anderes gucken. Wir haben hier vorne ja nochmal einen. Ich glaube, es wäre sinnvoller, wenn wir hier unser Glas herstellen. So, macht das Glas. Und hier hinten stellen wir dann schon unsere besseren Gefäße her. Also wir könnten hier kegelförmige Gefäße herstellen und daraus dann wiederum verbesserte kegelförmige Gefäße. Dann verbrauchen wir jetzt erstmal hier so gut wir können unser schon bereits fertiges Glas. Und dafür kriege ich ja dann angeblich blaue Punkte. So wurde mir das vermittelt. So habe ich das verstanden. Weil ich gemeint habe, ich müsste mal wieder beim Astrologen Bücher kaufen. Und da wurde mir gesagt, ich soll doch stattdessen Glas produzieren und gucken, was passiert. Danke für den Tipp, liebe Jerry. Dann tue ich genau das jetzt. Okay, und ich brauche Ordnungslösung. Wie habe ich denn Ordnungslösung? Kann ich hier nochmal... Ich kann hier nicht nachgucken, wie ich Ordnungslösung gemacht hatte, richtig? Ich muss einfach ausprobieren und hoffen, dass ich das Richtige wieder finde. Es war nicht das Herz, aber das ist egal. Das verarbeiten wir jetzt trotzdem, weil es das Letzte ist. Wenn ich wüsste, wie man Ordnungslösung gemacht hat. Ich bräuchte dafür eigentlich eine Auflistung. Manu. Ordnungslösung war wenn dann hier drin. Und jetzt habe ich keine mehr. Kleber. Hier steht leider auch nicht, aus was man die immer bekommt. Egal, finden wir wieder raus. Dann könnte ich jetzt mich nochmal kurz aufs Ohr hauen. Mein Inventar leeren. Moment, hier ist das Bücherregal. Das heißt, hier kommen schon mal unsere schön gebundenen Bücher rein. Unsere Todeslösung kann ich noch wegräumen und dann könnten wir nochmal in einen Dungeon gehen. Das müssen wir auch nach und nach schaffen. Wasser und Pilze, ja gut, ich bräuchte dann noch... Ich tue die Sachen erstmal hier rein. Wasser. Die Pilze nehme ich nicht mit. Den Gerbstoff auch nicht. Den Honig würde ich mitnehmen und ich würde mich trotzdem noch einmal kurz aufs Öhrchen hauen. Damit sich das hier wieder füllt da oben. Wir werden sowieso zwischendurch aus dem Dungeon wieder rausgehen müssen. Und ich lasse vielleicht einmal Honig da. Denn ehrlich gesagt glaube ich nicht. Ich fühle mich so erfrischt. Ehrlich gesagt... Okay, das ist schon das erste Glas. Ah, ich sehe... Oh, perfekt. Okay, damit haben wir 100 Punkte. Über 100 Punkte. Okay, das heißt, ich muss erstmal lernen. Und zwar möchte ich gerne... Ich möchte ein Bühnenautor werden. Du schreibst gute Bücher. Tatsächlich kannst du alle Dinge, an die du dich aus der Neuzeit erinnerst, aufschreiben. Habe ich jetzt einfach mal gemacht. Haben wir gelernt. Yay, wir sind ein Bühnenautor. Danke für den Tipp. Glas ist nicht hier drin. Juhu,
Glas, das müsste in der dritten Kiste sein. Ja, da ist es auch drin. Perfekt. Dann gehe ich jetzt einmal... Produziert schön weiter meine Öfen. Ich hole mir dann später die Punkte ab. Ich brauche jetzt erstmal nichts hier raus. Hier habe ich, glaube ich, auch keinen Platz mehr für unseren Honig, oder? Nein? Okay, dann lege ich ihn einfach in der Kirche irgendwo ab. Apropos Kirche. Ich könnte mal wieder nach unseren Sündern gucken. Das kostet mich ja keine Energie, denen zuzuhören. Oh, schade. Keiner möchte beichten. Wie tragisch. So. Nein, nein, nein. Ich wollte eigentlich durchaus 30 mitnehmen. So. Habe ich hier noch was drin? Ja, meinen guten Wein. Davon ein bisschen mehr. Das stapelt sich nur zu 20. Und ein Handelssegen. Okay. Brauche ich gerade alles nicht. Jetzt geht's erstmal auf die nächste Dungeon-Ebene. Viele haben wir gar nicht mehr. Ich glaube, wir sind es auf Ebene 13 von 15. Habe ich das richtig in Erinnerung? Waren es 13 jetzt? Oh je, oh je. Ja, 13. Ich kann nur erahnen, was für Schrecken uns hier erwarten werden und wie oft wir hier sterben. Allerdings, bevor wir sterben, gehe ich zurück. Okay, der ist neu, der leuchtet. Der ist wirklich neu, der leuchtet. Au. Okay, der hat geleuchtet. Der war nicht nett. Und schon sind wir angeschlagen. Juhu. Zwei Wege nach unten. Nehmen wir doch mal den ersten. Der führt hier nach links wieder. Sehr gut. Oh je, so viele Fledermäuse. Na, komm her. Komm her. Okay, wir haben natürlich Schaden genommen. Oh Gott. Oh je. Aber es fehlt nur noch eine. Dann haben wir wenigstens den Raum geschafft. Und wir dürfen ein bisschen abbauen. Sehr schön. Und ich darf ein bisschen Lebenstrank trinken. Ein Gummibärensaft. Ein bisschen sieht er aus wie Gummibärensaft. Das müsst ihr zugeben. Gummibären hüpfen hier und dort und überall. Haben die eigentlich immer noch dasselbe Intro wie früher? Oder darf ich mich jetzt richtig alt fühlen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, 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 nein. Böse Assassine. Hab ich den jetzt erwischt? Oh, der ist schon tot. Das ist aber erfreulich. Da kommt auch nur der nächste schon wieder. Yay. Okay, da sind Schleimis. Schleimis sind eigentlich kein Problem. Die Fledermaus sie vielleicht schon eher, weil sie brennt. Gut, dann zerlegen wir ja mal Sachen. Und ich glaube danach... Sollte ich fast schon wieder nach draußen gehen? Oder ist mein Inventar jetzt schon wieder... Das könnte halt schon wieder fast voll sein. Insbesondere, wenn ich hier diese schönen Sachen alle mitnehmen möchte. Und die möchte ich natürlich immer alle mitnehmen. Was sagt mein Inventar? Ja, einen Raum vielleicht noch. Einen Raum vielleicht. Die Frage ist, gehen wir jetzt nach unten oder... Ja komm, wir gehen nach unten weiter. Die uns zurückschubsen. Gut, jetzt noch das Ding hier, das schwarze. Und jetzt sollte ich, glaube ich... Ja, es geht immer noch. Ich habe Angst, dass wir was liegen lassen müssen, deswegen... Oh, keine Energie mehr. Das ist aber jetzt ungünstig. Schnell ein bisschen Honig schlecken und jetzt können wir wieder kämpfen. Das hatten wir schon im Inventar.
von dir hatten wir auch schon was. Und jetzt dürfen wir hier wieder einen schönen Diamanten mitnehmen. Darüber freue ich mich immer sehr, denn ich weiß gar nicht mehr, konnten wir, ich glaube, oh, wow, 4 sogar. Dankeschön. Ich glaube, wir konnten Diamanten kaufen, aber das war sehr teuer. Logischerweise. Bevor ich jetzt runtergehe, gehe ich erst einmal... Da, gehe ich jetzt einmal nach oben. Und wieder raus. Inventar leeren. Ich hoffe, ich finde dann gleich wieder zurück. Aber die Gefahr ist mir zu groß, dass da jetzt ganz viele Käfer kommen. Und dann legen wir lieber einmal schnell unsere Sachen ab. Ich wünschte, wir könnten ihm einfach eine Tasche in die Hand geben und sagen, hier, du hast mehr Inventarplatz. Warum geht das nicht? Der Rest ist vollkommen okay. Wir müssen uns weder ausruhen noch sonst was. Wir sollten einfach nur kurz das Inventar ein bisschen leeren. Ja, genau. Nein, das war die falsche Taste. So stimmt's. Sortiert wird später. Erstmal wieder hier durchlaufen. Auch ausruhen müssen wir uns jetzt nicht unbedingt. Wie gesagt, es geht mir jetzt wirklich rein um den Inventarplatz. Dass wir den haben. Und ich hoffe ja, wir kommen mit einer... Das war falsch. So. Ich hoffe, wir kommen mit einer, ja, mit einer Tagesenergie hier durch. Und dass er nicht müde wird, bevor wir hier sind, wir schon durch gewesen, oder? Hier ging es nicht weiter. Das war nur der Raum und da ging keine Abzweigung mehr ab. Genau. Lieber nochmal nachschauen. Mein Orientierungssinn ist fürchterlich. Ich glaube, ich habe schon zur Genüge erzählt, wie ich es geschafft habe, mich in Orten und in Städten zu verlaufen, wo sich normale Menschen einfach nicht verlaufen. Ja, schade, dass ich nicht so ganz normal bin, was das angeht. Es ist furchtbar. Ehrlich, es ist furchtbar. Okay, hier waren wir auch schon. Dann war das der Raum, wo ich gesagt habe, danach drehen wir um, oder? Waren wir schon in dem anderen? Also waren wir schon hier drüben. Habe ich eigentlich da... Ah, da. Okay. Schade. Ist mir gerade so gekommen. Ich könnte ja in die Regale reinschauen, aber... Ah, schade. Weder Geld noch Bücher für uns, noch sonst irgendwas. Ich frage mich immer, warum ich nicht die ganzen Bücher mitnehmen kann, die hier auf dem Boden rumverteilt liegen. Oh, ich sehe da schon wieder so ein Zacken von diesem Mistvieh. Es war anzunehmen, dass wir nicht nur einem davon begegnen. Oh, oh. Ja, nein. So, jetzt haben wir die alle erwischt. Und ordentlich Schaden genommen für ein bisschen Gesundheitslösung. Super. Ja, ich glaube, spätestens hier hätte mein Inventar gestreikt. Folge mal dem Trend weiter und gehe erst nach unten und dann gehen wir nach rechts weiter. Ist ein langer Weg durch die Dunkelheit. Na komm, du Fledermaus. Und wir haben hier wieder ganz viele Käfer. Das heißt, wieder lustige... Lustige Lösungen. Sehr schön. Und danach ein Stühlchen und ein Bücherregal, in das wir reinschauen können. Und dann frage ich mich, ob ich nochmal... Ja, das ist eigentlich fast ja. Aber wir gucken erstmal, was uns da drüben erwartet. Notfalls rennen wir schnell weg. Und Glasproduktion und alles andere sei Dank gehe ich jetzt einfach mal... Ich hoffe jetzt einfach, dass wir alles mitnehmen können. Okay, wisst ihr was? Ich gehe noch einmal... unser Inventar leeren. Nur zur Sicherheit. Nur zur Sicherheit. Und ich gehe jetzt nicht zum Astrologen die Woche. Das würde, glaube ich... Ich könnte mich vermutlich noch hinschleppen, so halb tot und müde. Aber ich glaube nicht, dass das, ja, zweckmäßig ist. Ich habe das gelernt, was ich unbedingt lernen wollte. Der Bühnenautor. Jetzt sollten theoretisch unsere Gebete und alles
unsere Bücher, es sollte jetzt ein bisschen einfacher sein, eine bessere Qualität hinzubekommen. Jetzt frage ich mich, ob ich dasselbe auch noch für den Wein irgendwie erreichen könnte, aber ich fürchte fast eher nicht so. So. Ah, ist schon wieder alles voll, das ist ja super. Okay, dann gucke ich erstmal, dass ich diese Sachen hier einmal... Das brauche ich nicht hier drin. Den schwarzen Schlock. Die kann ich gleich noch wegräumen. Das würde ich jetzt tatsächlich nämlich gerne versuchen, dass wir jetzt... Silbernuggets stapeln sich echt nur bis... Okay. Das kann auch hier rüber. Das kann ich gleich wegräumen. Die Diamanten weiß ich gerade nicht. Dann räumen wir erstmal ganz kurz ein bisschen auf. Hier reinkommen die Lösungen. Und hier rein die Pülverchen. Und diese komischen Dinger, die hatten wir, glaube ich, da unten. Genau, den schwarzen Schlons hatten wir hier. Das Zeug auch. Und hier drüben waren die Flügelchen. Was dann hier noch reinkommt, sind die Samen. Außerdem füllen wir hier einfach mal, hoppala, füllen wir hier einfach mal auf. Außerdem Honig, den habe ich glaube ich hier drin, oder? Ja. So. Ein letztes Mal in den Dungeon für heute. Danach sollte ich mich hinlegen, damit wir am Sonntag wieder schön predigen können, vor allem, genau, predigen können. Wir könnten aber auch dann gucken, ob wir vielleicht schon das nächste gute Gebet hinbekommen. Also mit Bühnenautor könnte es vielleicht sogar hinhauen. Das wäre denkbar. Es kommt bestimmt noch der eine Raum mit kaum Loot und dann sind wir auf der nächsten Ebene. Und ich freue mich, weil ich einmal zu oft gelaufen bin, aber das ist egal, wir kommen dann ja schnell raus. Und lieber das, als stell dich mal vor, wir würden jetzt irgendwas Tolles gedroppt bekommen und ich könnte es nicht mitnehmen, weil ich dachte, oh ja, wird schon nichts mehr. Nee, nee, nee. Besser. Oh, jetzt tatsächlich der Ausgang. Hier ist tatsächlich der Ausgang. Das hätte ich mir voll sparen können. Wenn ich ein bisschen weiter, besser hingeguckt hätte. Ah, andererseits, da drüben ist noch ein Assassine. Na, komm her, du. Ja, komm her, du. Und ein Schleimi. Und Bücherregale, wo aber zumindest was drin sein könnte. Okay, ich gebe zu, dafür hätte ich eigentlich nicht mehr raus müssen. Wenn ich das gewusst hätte, wenn ich ein bisschen besser geguckt hätte, egal. Kann man ja vorher nicht immer wissen. Wir könnten hier jetzt schon mal, weil wir es können, einfach die Dinger. Aber grundsätzlich würde ich das eben erst das nächste Mal machen. Dann bereiten wir uns jetzt gleich auf unsere... Da sollte ich nicht drüber laufen, sonst werde ich gegrillt. Grundsätzlich bereiten wir uns jetzt erstmal auf unsere Predigt vor. Auf den Sonntag, am Samstag schon. Ich bin sicher, es gibt sehr viele Leute, die das tatsächlich machen. Also, sich den Samstag schon Zeit nehmen, um sich auf den Sonntag vorzubereiten. Und ich könnte es verstehen. Man will seinen Sonntag ja genießen. Ich meine, da hat man normalerweise frei, man hat alle Zeit der Welt. Es geht einem gut. Hoffentlich. Das brauche ich jetzt nicht. Den Honig könnte ich aber mitnehmen. Damit er... Und die Spießchen wieder. Okay. Als nächstes... Machen wir das Spendengebet wieder oder das... Aber ich glaube, das Spendengebet hat uns trotzdem mehr gebracht. Glaube ich. Erstmal räumen wir unsere Sachen weg. Und gucken mal, was unsere Träublein jetzt machen. Unsere Träubelein. Für den Wein. Und natürlich unser Glas. Yeah. Oh, und Pilze haben wir auch wieder. Glas. Ich stelle hier mal gleich neues Glas her. Die Glasproduktion ist tatsächlich lohnenswert. Nicht ganz so lohnenswert wie vermutlich erfolgreich Bücher schreiben und Gebete herstellen, aber ja, die Trauben wollen immer noch nicht so richtig.
Aber immerhin. Ich gehe gleich die Trauben... Erstmal holen wir da oben die... Trauben, sage ich schon, die Pilze. Ich gehe gleich die Pilze neben unseren Feldern holen, aber erstmal wollte ich hier schnell. Weil ich ja nicht in die Kirche muss. Ich hätte noch mal gucken können, ob jemand beichten will, aber naja, wir haben anderes zu tun. Wir müssen Pilze sammeln. Das ist wichtig. Ist immerhin eine naturverbundene Tätigkeit, ne? Da fühlt man sich mit seinem Schöpfer gleich ein bisschen mehr verbunden, wenn man sieht, wo man irgendwann selber landet, nämlich in der Erde, aus der dann Pilze wachsen. Genauso ist das nämlich. Und dann werden wir alle von Regenwürmern gefressen. Oh Mann. Es gibt ja tatsächlich Leute, die sich lieber verbrennen lassen wollen, eben weil sie die Vorstellung, dass sie von Insekten aufgegessen werden, nicht unbedingt toll finden. Ich muss persönlich sagen, ich habe damit jetzt nicht so ein Problem, denn es ist halt der Kreislauf der Natur. So ist das halt. Man wird halt gefressen. Von Regenwürmern. Naja, vielleicht nicht von Regenwürmern, sondern von anderen Sachen, aber... Aber immerhin freut sich der Boden über den Dünger und die schönen Giftstoffe, die aus unserem Körper rauskommen. Denn ich glaube, das ist das, was wir primär der Natur zurückgeben, wenn wir verfallen. Leckere, schöne Giftstoffe. Wenn ich jetzt aus denen hier nochmal verbesserte Glasgefäße mache, kriege ich dann nochmal mehr Punkte? Das wäre ja episch, wenn ja. Ich habe überhaupt nicht viel Metallschrott. Ich glaube, den sollte ich mal wieder zu Barren einschmelzen. Das Problem ist, dass ich dafür zu wenig... Ganz viel Silber haben wir. Wofür brauche ich eigentlich Silber? Das ist immer eine interessante Frage. Was ist das hier? Dann können wir hier nochmal ein bisschen... Jetzt habe ich kein Wasser mehr. Ich stelle nochmal ein bisschen mehr... Ich will tatsächlich... Ich gehe eiskalt in die Glasproduktion. So. Wir gehen in die Glasproduktion. Macht das tatsächlich, denn Glasproduktion ist gratis. Wir können hier einfach das Wasser sammeln und den Flusssand sammeln und daraus kriegen wir Glas. Alles, was ich da noch brauche, ist ein bisschen Feuer für unseren Ofen und dann haben wir praktisch Gratis-Punkte. Okay, der Tipp war super. Warum habe ich das nicht früher schon gemacht? Warum habe ich die Glasproduktion so sträflich vernachlässigt? Ich weiß es nicht. Ach, das kann ich gar nicht so mit... Bisschen Wasser. Überhaupt nicht übertrieben viel. Wie viel Brennstoff habe ich? Ach, so oben steht es ja. Ich habe noch 600. Okay. Das ist okay. Kann ich nicht noch ein bisschen Brennstoff reinschmeißen? Wie hier? Einfach ein bisschen Kohle. Ich glaube, das reicht erstmal für unsere Glasbedürfnisse. Habe ich das nicht reingetan? Brennmittel aus Kohle. So, jetzt ist es drin, genau. Und jetzt kann ich hier ein bisschen Glas herstellen. Nur so ein bisschen. Also ich übertreibe es ja nicht mit der Glasproduktion oder so. Würde ich nie tun. Niemals. Ich bin auch nicht punktegeil oder so. Gar nicht. Okay, was wollen wir uns denn alles noch leisten können? Ich würde ganz gern, also das Zombie-Zeug, das hier würde ich gerne haben, einfach nur, weil es da ist. Hier haben wir, glaube ich, nicht mehr wirklich, das hier könnten wir machen. Wir könnten tatsächlich dann irgendwann uns Zombies widmen. Aber ich mache die Sachen gerne von Hand. Also ich meine, Zombies finde ich toll. Auch die Idee, das hier könnten wir dann machen. Steinerner Schrein, Pheromone, steinerne Gebetsbank. Achso, das ist für draußen sehr wahrscheinlich. Das ist sehr wahrscheinlich für draußen und nicht für innen in der Kirche, deswegen. Marmorgrabsteine, die könnten wir dann auch herstellen, das wäre echt super. Kerzenständer, hier fehlt uns nicht mehr... Hier fehlt uns, ja, das hier noch, aber sonst war es das. Beim Landwirt fehlt mir, das könnte ich gleich wieder herstellen. Du hast keine Probleme, die Hände schmutzig zu machen. Du kannst gutes Saatgut wählen und bessere Ernten einfahren, dann lernen wir das doch einfach mal direkt. Damit ich es fertig habe hier vorne.
Das war ja so eine Lücke, die wir irgendwie noch übrig hatten. Jetzt haben wir sie nicht mehr übrig. Hier müsste auch soweit alles sein. Regeln des Brennens. Und großer Typ, das könnten wir als nächstes lernen. Das sind wieder 100 Punkte, das sind nochmal 100. Swordmaster, du weißt, wie man die Klinge schwingt. Du verursachst zusätzlichen Schaden und siehst vermutlich ziemlich cool dabei. Okay, wir wollen das zuerst haben. Ich will ein Swordmaster werden. Ich will cool aussehen, wenn ich mein Schwert schwinge. Hier wäre es Goldgeruch. Und es ist tatsächlich nicht mehr die Kunst des Steins. Ein poliertes Stück, das müssen wir vermutlich lernen, bevor wir diese ganzen anderen Marmorsachen... Du hast eine Nase für Edelsteine, also findest du sie öfter. Außerdem kannst du wirklich feinen Schmuck herstellen. Das ist gut. Und hier kann ich nichts direkt lernen. Okay. Das wird alles wunderschön werden. Und notfalls hole ich noch ein bisschen Sand und wir machen noch ein bisschen mehr. Und ich sollte mich dringend schlafen legen, damit wir am nächsten Tag fit sind. Jetzt weiß ich gar nicht, sollen wir noch versuchen, direkt mal ein besseres Gebet herzustellen? Sollen wir das mal gucken? Ich fühle mich so erfrischt. Wir könnten es ausprobieren. Ob wir ein Buch herstellen können für ein besseres Gebet. Ansonsten, habe ich überhaupt noch... Oh Gott, ich habe, glaube ich, keine Kerzen mehr, oder? Oh doch, ich habe noch Kerzen. Sehr schön. Kerzen muss ich dann nämlich auch wieder herstellen aus weißer Farbe und... Oh Gott. Wir gehen die ganzen Sachen so ein bisschen aus, habe ich das Gefühl. Hier drüben konnten wir... Ah, wir bräuchten Stahlteile für ein gebundenes Buch. Für ein silbernes gebundenes Buch. Bräuchten wir Stahlteile. Ich habe keine Stahlteile mehr, kann das sein? Und jetzt sind natürlich meine Brennöfen belegt, an denen ich Stahlteile herstellen könnte. Dann werden wir nochmal so ein normales Gebet um Reichtum, werden wir dann nochmal heute halten. Wir wünschen uns ja für alle Wohlstand. Insbesondere, damit die Leute dann uns diesen Wohlstand in der Kirche spenden können. Ja, keine Stahlteile mehr für mich. Okay. Ich könnte theoretisch noch einen Brennofen bauen. Wie viel würde mich das denn kosten? Ein zusätzlicher, echt guter Ofen. Papier. Die Papierpresse haben wir auch noch nicht, oder? Nö, die haben wir noch nicht. Ich könnte hier theoretisch eine Papierpresse hinstellen, aber wer will das schon? Das wäre ein Ofen 3, für den bräuchte ich ein bisschen Schweinsleder und ein paar komplexe Eisen. Wir könnten einen herstellen. Nur das Schweinsleder haben wir gerade nicht, aber ich glaube, das machen wir dann einfach hinterher. Und heute kümmern wir uns erstmal um die Predigt. Aber das Schweinsleder könnte ich mir gleich einpacken. Habe ich davon überhaupt noch... Habe ich davon nicht noch welche? Nein, hier nicht. Habe ich bitte noch ein bisschen Schweinsleder? Nein. Oder? Was das hier? Egal. Ich hole erstmal unser Gebet und wir... Spendengebet. Genau, das probieren wir nochmal aus. Und dann zünde ich draußen nochmal unsere Kerzchen an. Einmal. Zweimal. Dreimal. Und viermal, damit es auch hübsch aussieht hier drin. Beinahe 40 erreicht. Okay, das Spendengebet. Leider nur in Kupfer. Und wir kennen es ja schon. Ich habe aber tatsächlich das Gefühl, es werden mehr Leute in unserer Kirche auch hier. Guck mal, die standen früher nicht hier. Da haben die gerade mal so sitzen können. Jetzt sind es deutlich mehr Segen, die wir bekommen, mehr Glauben. Und eben auch mehr Leute, die hier rumstehen. Wir kriegen aber, wenn das mal auffällt hier, wir kriegen, glaube ich, weniger Glaube, als die Leute in der Kirche sind. Ist das nicht schön? Tolle Predigt. Ja, Spende... Oh, das ist aber jetzt deutlich weniger. Das ist aber wirklich weniger geworden. Hm. Okay, das sind fast 5. Fast 5 Kupfer, Silber, die wir bekommen. Hätten sie noch 10 Kupfer mehr gespendet, wäre es besser gewesen. Und jetzt wollte ich Schweinsleder mir schnappen. Ich muss aber nochmal gucken, nicht, dass es das Falsche ist. Es kann auch sein, dass es das hier war, dass es Schweinslederhaut war, die wir gebraucht haben. Schweinsleder. Wie habe ich denn Schweinsleder herstellen können? Und wo ist das vor allem?
Steht ja, ich hätte das noch, aber ich habe das doch gar nicht. Ich bin ein bisschen verwirrt. Da kann ich es nicht herstellen. Wir sehen ja immer vorne, was es ist, aber wo habe ich denn Haut einfach? Okay. Ich gehe mal rüber. Vielleicht reicht es ja. Vielleicht habe ich mich nicht verguckt und ich glaube, es waren die normalen Seiten. Dann stellen wir uns nämlich noch einen dritten guten Ofen auf. Damit wir nebenher ein paar komplexe Eisenstücke machen können, um tatsächlich Bücher zu binden. Aber wobei, ich glaube, das machen wir erst in der nächsten Folge. Sammle ich hier nochmal schnell die Sachen ein. Und dann machen wir das in der nächsten Folge. Oder? Warte, nein, warte mal. Ich könnte jetzt eigentlich noch schnell... Okay, ich brauche komplexe Eisenstücke. Dann machen wir das jetzt in der nächsten Folge. Aber das wollte ich eben noch gucken, damit ich weiß, was ich brauche. Also, ich verabschiede mich mal rüber, ne? Hier von euch. Macht euch noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen, und hoffentlich bis zum nächsten Mal bei Graveyard Keeper. Wenn wir uns einen dritten Ofen bauen und dann hoffentlich unser erstes Buch schreiben. Für bessere Gebete. Auf das mehr Geld in unsere Kassen fließt. Also macht euch noch einen flauschigen Tag und bye bye.